Da sind wir wieder zurück bei Nerft. Warum auch immer das Nerft heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall wieder auf einen schönen Weg zur Menschen. Wenn ich jetzt sterben würde, wäre das gar nicht mal so schlimm. Wo ist er denn? Weil wir haben ja gerade gespeichert. Also auf jeden Fall, ich hoffe, dass das mit dem Speichern... Ich weiß nicht, warum das in der Menschen nicht so war. Fand ich ehrlich gesagt, oder finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Warum es da nicht gespeichert hat? Weil dann hätte ich mir halt den Weg jedes Mal dahin latschen gespart, sage ich mal so, wie es ist. Das wäre ganz nett gewesen. Vielleicht aber, ist es aber auch extra so angedacht, keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, wenn wir jetzt nochmal in irgendeine Hütte reinlatschen, wo wir schon drin waren, ob es dann nochmal speichert. Wenn nicht, wäre das natürlich ein bisschen sehr kacke, dass das so funktioniert, wenn man das erste Mal das betritt. Weil wenn ihr die ganze Zeit hin und her latschen musst. Das Gute ist nur, kann ich schon mal sagen, wenn man das so spielt, ohne großartig abgelegt zu sein, auch durch Quatschen und so, ne, wenn man sich komplett drauf konzentrieren kann, und am besten komplett im Dunkeln spielt, man sieht sie halt doch relativ gut, muss ich sagen. Man darf halt dann nicht zu schnell voran. Und das macht auch automatisch, ich muss mal was drücken, auch nicht. Und der ach, hier speichert's, ja. Ich verstehe halt bloß nicht, warum er unter sowas nicht guckt, auch wenn er nicht später sein sollte. Ja, hallo, ich will den Schlüssel haben, Mann. Herz. Aha, das erkennt er auch so. Okay, jetzt können wir auch mal gucken, ob es das wirklich das Journal ist. Zeit zum Haus des Spielzeugmachers zu gehen. Das heißt, er hat aber noch eine Truhe hier drin. Warum rührt er die nicht an? Ah, da sehe ich doch schon wieder einen Kollegen. Wie gesagt, relativ schwierig, besonders wenn du eh Gegenlicht hast. Ist halt, soll nicht euer Problem sein, soll jetzt auch keine Ausrede sein. Aber man sieht sie halt wesentlich beschissener, sag ich mal so. Aber man kann sie trotzdem noch erkennen. Ich weiß zwar nicht, ob ihr sie erkennen könnt. Wie gesagt, Filter oder so werde ich mir sparen, drauf zu machen. Sonst sieht man ja auch nichts mehr. Aber lass mal kurz Campsite. Ich weiß auch gar nicht, ob das die Map jetzt ist und das war's. Oder ob wir noch mehr kriegen. Oder ob wir vielleicht... Okay, komisch. Ja, kann ich auch voll... Ja. Warum nimmt der nicht mit? Warum nimmt... Ja, das ist bloß wieder die Zeitung. Warum? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, wahrscheinlich war das auf die Puppenköpfe gemünzt, das Geräusch gerade. Bisschen sehr seltsam. Ich habe es nämlich ehrlich gesagt nicht so wirklich mitgekriegt. Hä? Das Spiel ist echt cool. Also seltsam, auch von der Steuerung her und so, aber... Also, dass ich so zurückgerissen werde. Ich meine, wir hatten das im letzten Spiel ja schon gehabt. Oh, schön. Dass es auch mal so war, da war es aber nützlich gewesen, weil ich noch irgendwas vergessen hatte oder so. Ne? Hier ist es eher seltsam, als ob er irgendwo rüber stolpert. Ich werde mir trotzdem alles angucken, auch wenn das hier relativ... Alter, ich will doch mal die Vorder... Okay, dann leck mir am Arsch. Hätte ja sein können, dass man da irgendwas lesen kann. Ah, okay, da müssen wir wahrscheinlich... Ich gehe erstmal auf den Lokus gucken. Und so wie es aussieht, sind hier eh alle am Arsch. Das, aber so wie die Typen zum Beispiel draußen rumrennen, erinnert mich das ein bisschen an Mist. Jo, cool.
geht gleich weiter. Ich weiß nicht, halbe Minute oder was der Ladebildschirm geht, ist ja. Aber tatsächlich, ich habe da keine Lust, mich irgendwie rauszuschneiden. Außer es kommt konsequenzmäßig irgendwas, ist aber eher nicht der Fall. Bin ich immer. Lol. Also bin ich im Keller von dem Haus jetzt oder was? Warte, geh mal gleich rein. Oder vielleicht auch nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Kommen wir hier vielleicht wirklich nochmal zu einem anderen Areal? Das sieht mir nämlich fast so aus. Erstmal Strömchen ausstellen, dann können wir da nämlich auch. War das jetzt die Tür? Warum bin ich hier? I have to cut off the electricity if I want to touch those doors. Ich hab mich gewundert, wo dieses Gequatsche herkommt. Alter, was? Ich habe jetzt auch nicht gelesen, was der gesagt hat. Sieht man noch was? Naja, ich will trotzdem anlassen, ne? Ich weiß nicht, ob die auf Licht reagieren oder vielleicht aufs Gerenne. Aber der latscht mir ja gefühlt halt immer hinterher. Ich meine, Strom habe ich schon ausgemacht. Oh, hier geht's noch weiter runter. Vielleicht bin ich ja aus Versehen richtig gelaufen. War ja schon mal so gewesen. Warum geht das so fucking tief runter hier? Gefällt mir eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Dieses Scheißvieh, was mich da verfolgt hat, ist zwar sehr ungeil. Hätte mich wahrscheinlich auch kalt gemacht, weil ich kann mich ja nicht mit nichts irgendwie wehren. Oder hat es das abgehalten? Ich meine, jetzt ist... Hä? Oder muss ich jetzt hier den Strom wieder an... Ich kann ja mal probieren, warte mal. Einfach mal den Strom anzumachen. Vielleicht ist es hier genau andersrum. Oh, warte mal, dann bin ich eigentlich relativ safe, ne? Wenn ich im Licht bin. Ist halt ein bisschen undurchdacht, sage ich mal, wenn ich eine Taschenlampe habe, dann sollte das die Viecher eigentlich auch abhalten. Zumindest, dass ich sie vielleicht irgendwie bekämpfen könnte. Leute, jetzt bin ich eine Runde rumgelaufen. Also von hier bin ich gekommen. Warte mal, ich gehe trotzdem nochmal gucken, weil ich glaube, hier ist kein Viech. Das war der Stromraum, ja. Ne, von hier bin ich gekommen. Okay, okay, warte. Doch nochmal auf die andere Seite. Weil hier habe ich eher das Gefühl, dass ich die ganze Zeit im Kreis renne. Vielleicht macht das auch Sinn, so. Oder nicht zu schnell, nicht, dass das Viech wiederkommt. Ja, warum... Okay, war doch keine gute Idee mit dem Strom anschalten. Ich lasse das einfach mal aus. Besonders, es war ja aus gewesen. Warum gibt man uns die Option? So, nochmal auf hier. Lass mich raten, ich brauche Strom, um die Tür aufzumachen.
Ich will bloß mal gucken, ob das was bringt. Weil wenn jetzt die Türen eh offen sind, ich kann da nicht mal mehr rein. Ich kann da nicht mal mehr rein. Oder ist das so eine Art Mini-Rätsel? Aber jetzt kann ich hier raus. Oder bin ich von hier gekommen? This door needs a doorknob. Lol, wo soll ich denn den jetzt finden? Ich meine, dafür muss mit Sicherheit der Strom aus sein. Oder vielleicht auch eine spezielle Türe, wo ich den anmachen kann. Wo ich den finden kann, deshalb muss der Strom aus sein. Ah! Hä, er kommt halt immer noch. Nein! Hab ich doch nicht mal, die sind doch an, Junge. Lol. Nein, oh, bist du doof. Gib mir mein Fortsetz. Ich wollte gerade sagen. Dann hätte ich wahrscheinlich nie mal die erste Folge rausgehauen. Aber wo soll ich denn den fucking Türknopf finden? Also ich denke mal, ich muss den Strom ausmachen. Okay, wir sind doch gleich wieder hier, das ist schön. Damit ich hier durch die Türen komme. Weil ich dachte, vielleicht kann ich dann die Türen überhaupt erstmal anmachen, so. Damit ich auch runterkomme. Aber unten, das ist das, was mich ein bisschen verwirrt. Unten haben wir ja auch noch einen Schalter. Um das Licht nochmal anzumachen. Ich glaube, das war hier gewesen, ne? Halt deine Fresse. Ey, der rennt uns jetzt aber nicht die ganze Zeit hinterher, oder? Ich werde mal trotzdem hier den Strom anmachen, einfach. Schon fies designt. Okay, jetzt mal gucken. Der fucking Knauf muss doch irgendwo hier sein. Das Blöde ist bloß, wenn ich mit der Taschenlampe rumleuchte, ne? Man sieht's ja, wenn ich irgendwo nah rankomme. Man sieht halt instant gar nichts mehr. Lol. Okay. Vielleicht ist das auch bloß dafür gut, dass ich ihn ein bisschen abschütteln kann und mich in Ruhe umgucken kann. Dass ich hier den Strom wieder anmachen muss. Na gut. Ich habe halt einfach bloß nicht wieder vernünftig nachgeguckt. Seltsam. Mal Tür zu. Kann ich abnehmen? Nee, ne? Kann ich hier rein? Ja, bitte. Ich hätte ja gerne abgenommen, aber wenn die halt nicht mit mir reden wollen, was willst du denn machen? Aber wir sind erstmal einen Schritt weiter. Was mir aber trotzdem immer noch ein bisschen fehlt, vielleicht einfach mal zwischendurch eine Durchsage von der Frau oder dass wir sie theoretisch irgendwo finden, dann die aber da nicht mehr ist. So, ne? Ich weiß schon, worauf das Spiel hinaus will mit dem, also was einen erschrecken soll. Das hat ja jetzt bei dem krüppligen Viech, Kinderviech, ganz gut funktioniert, muss ich sagen, aber mir fehlt noch mit. Warum hatten die ja schon wieder so einen. I'm too old for this. Ja, bist du nicht? Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Lol. I should check my journal. Ja, hab ich. Ja, warte. Ich glaube, ich hörte eine Stimme sagen, ich posiere am Klavier.
Aber wo ist die Kamera? Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Dich umgucken, Klavier finden? Weil das sieht halt wieder wie die Menschen aus. Das ist auch die Menschen. Ich weiß aber auch nicht, warum das nicht angezeigt wird. Und ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wo hier Klavier gewesen ist. Außerdem habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Als ob hier wie so ein... Na, VHS-Filter vielleicht nicht, aber als ob wir eine Kamera in der Hand hätten. Ne? Dass das so rübergebracht werden sollte. Weil er hat ja auch von Filmaufnahmen gesprochen und so. Aber ich habe doch hier kein Klavier gefunden. Also ich wüsste nicht, wo jetzt eins sein sollte. Deswegen finde ich es komisch, dass wir hier unter der Menschen... Oder ja doch irgendwie unter der Menschen rauskommen und dann wieder drinnen sind. Hier ist der fucking Koffer. Ich habe das scheiß Klavier halt vollkommen übersehen. Ich wüsste aber nicht, wo hier eins sein sollte. Kann das ganze Haus nochmal gerne abgehen. Es geht ja Gott sei Dank von der Größe her. Das Ding kann ich immer noch nicht aufmachen, ne? Natürlich auch nicht. Warum denn auch? Aber den Raum, wo wir rein sind... War das der? Nee. Nee, war er nicht. War ja, glaube ich, auch kein Klavier. Kann ich überhaupt raus? Warte mal, das muss ich ja mal... Nee, kann ich nicht mal. Oder als ob das wie so eine Traumsequenz sein soll. Ich bin mir nicht sicher. Hier ist natürlich nichts drin. Wo... Oder das Klavier ist jetzt erst gespawnt. Das kann natürlich auch sein. Aber ich möchte sagen, Klavier hätte ich nirgendwo gesehen. Und das ist unser einzigster Hinweis. Den Raum hatten wir. Das ist keine wirkliche Tür. Das Gute ist bloß... Zumindest glaube ich das zu wissen, dass hier keine Gegner kommen. Das ist schon mal sehr schön, aber... Ich kann hier einfach bloß noch alles abgehen. Ich wüsste aber halt nicht, wo ich eins gesehen haben sollte. Oder wo ich hin muss. Komisch. Hier war der lecker Backofen. Hier können wir unters Haus gucken. Auch sehr schön, aber das war es dann auch schon wieder. Hier was von der Seite vielleicht. Ach Leute, jetzt sind wir wieder bei der Kiste hier. Aber das Geräusch hat gar nichts zu bedeuten. War ich hier nicht? Ich wollte gerade sagen, ich war doch hier gerade eben. Keine Ahnung. Keine fucking Ahnung. Oder ich muss halt dann wieder schneiden, weil das ist halt immer so ein Problem, wenn ich nicht weiß, wohin, wenn man erstmal ewig lange suchen muss, stelle ich es mir halt immer noch zum Zugucken ein bisschen sehr langweilig vor. Ein fucking Klavier. Und ich höre ein Gedröhne, also ich gehe mal, jetzt bin ich ja schon wieder hier, ich wollte gerade sagen, ich gehe eigentlich davon aus, dass das irgendwie unten ist, aber wo? Und ich weiß, ich durchsuche das hier schon zum zweiten Mal. Ich meine, irgendwo muss ja was passieren. Ich posiere am Klavier. Was für ein fucking Klavier? Wo das Geräusch ist hier auch... Also ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwie zum Geräusch muss. Und dass ich jetzt aufgrund der Optik die Kamera habe, die ihr sucht. Aber ich weiß es nicht. Hier wird es auf jeden Fall schwächer. Oben haben wir es auch gehört. Hier müsste es wieder stärker werden. Ich meine, Klavier würde ich euch ja gerne zeigen und so, ne? Aber... Das hier hinter irgendwie wäre.
Alter Wand. Hilfe. Aber wir hatten doch hier irgendwie so einen Gong. Ob das vielleicht daher kommt? Nein, das war falsch. Ja, ich gehe da bloß nochmal gucken. Ansonsten... werde ich halt noch ein bisschen rumsuchen und dann werden wir morgen mal gucken. Der sehen könnte, dass das von dem Ding hier ist. Leute, das konnte ich anwählen? Und ich habe da ganz ehrlich gesagt kein Klavier drauf gesehen. This is so strange. These mirrors are like portals to the past. And from present to the past. Okay. Und irgendwas läuft oben rum. Hat das jetzt gespeichert? Ich glaube nicht, ne? Deswegen wollte ich gerade sagen, dann warte ich mal lieber ab, bis es speichert und dann machen wir halt morgen weiter. Oder das Spiel wird mich jetzt verscheißen. Okay, hier komme ich nicht rein. Ich will es aber ehrlich gesagt nicht austesten, weil ich weiß, dass ich wieder instant sterben werde. Ja, diese Spiegel. Hä? Scheiße. Vorsichtshalber. Ich hoffe, die kommt nicht so gut durch die Tür. Ja, die hört sich halt voll nah an. Das einzige Gute ist, ich glaube, die kann nicht sprinten. Also wir kommen ganz gut weg von der Tante. Aber ich wüsste gern, was ich suche hier, Mann. Okay, sie ist wieder ein bisschen weiter weg. Müsste auf der anderen Seite der Tür sein. Ich will eigentlich nicht unbedingt rennen, weil ich halt immer noch nicht abschätzen kann, ob die vielleicht darauf reagieren oder nicht. Nicht. Also es ist definitiv dasselbe Haus. Aber ja, wonach suche ich? Ah, da habe ich ein Spiel gehabt von irgendeinem polnischen Entwickler. War das? Das mehrere. Wo das auch so ähnlich war. So ein olles Krepelviech. Was auch echt schön gemacht war. Hier ist Licht. Aber ich weiß nicht, was ich suche. Das ist das Problem. Okay, es wirkt, als ob ich hier sein müsste. Oder kam hier von... Das Schlüssel. Sag was. Okay, ich hab... Oder ist das der Schlüssel, wo ich rauskomme? Weil wenn wir jetzt in einer alternativen... Oder... Wo ist das Geräusch wieder? Falsch. Shit. Oh nein, jetzt habe ich was gefunden. Jetzt. Oh, ich wollte gerade sagen, stecke ich in der Sackgasse. Gott sei Dank nicht. Ich weiß nicht, ob das der Schlüssel zur Eingangstür ist. Er hat mir ja nichts gesagt. Anderen Seite. Lass mal gucken. Vielleicht habe ich Glück und das ist der Schlüssel zum Eingangsbereich. Dann, warte mal, wo waren die Tür gewesen?
Ich weiß nicht, warum, das Spiel geht voll auf die Augen, ey. Soll jetzt keine Ausrede sein, aber ist jetzt bloß mein Empfinden so. Oder vielleicht für die Truhe, ich weiß nicht. Das, wenn solange wir noch hier sind, müssen wir aber erstmal die blöde Truhe finden. Und auch wenn das Haus nicht so groß ist, und so wenn das im verfallenen Modus ist, dann kann ich mir ungefähr merken, wo vielleicht irgendwie was ist. Okay, für die Truhe ist es nicht. Aber wenn das halt im, naja, wo es noch schick war, wenn das in dem Modus ist, keine Chance. Wo zum Geier? Ich weiß auch nicht mal, ob ich den Schlüssel hier in der Realität nutzen kann, aber ich wollte halt eigentlich nochmal so weit spielen, dass ich speichern kann. Oder dass das Spiel speichert. Macht er automatisch, kann ich mir nicht aussuchen. Mann, wo ist denn jetzt hier die fucking Vortrühe gewesen? Das war doch hier bei den beschissenen Balken, oder nicht? Ach, jetzt muss ich den ganzen Dix nochmal absuchen hier, bloß weil ich die blöde... Nein! Blöde Vordertür nicht finde hier. Sag mir nicht, die ist dahinter. Ach, hier war es gewesen, oder? Okay, ist definitiv nicht dafür. Ich... Pff. Ich habe einen Schlüssel. Zufälligerweise gefunden. Ich werde ihn nie wiederfinden, wenn ich jetzt sterbe. Warte mal, wo ist denn hier dieses komische... Oh, Alter, dieser Kackraum. Was soll ich damit machen? Jetzt muss ich schon wieder zurück. Bei dem Geräusch folgen. Ah, hier. Aber was mache ich jetzt mit dem Schlüssel? Ich will halt hier zum Fick nicht sterben, ne? Ach, leck mich, ja. I think I have to take a photo of her ghost in the present time by using that old camera from the past. Okay, und wie ich gesehen habe, hat's gespeichert. Heißt also... Nee, Quatsch, das war sein fucking Journal. Das hat nicht gespeichert. Entschuldigung. Ein Foto von einem Geist in der Gegenwart machen. Genau dort, wo sie in der Vergangenheit stand. Boah, leck mich. Also es ist eigentlich ein gutes Prinzip für ein Rätsel. Ich muss jetzt aber erstmal herausfinden. Oder eigentlich muss ich dann nur rumlaufen, ne? Das sollte auch funktionieren. Oh, toll. Oh, toll. Wo hier das Klavier ist. Aber wozu habe ich jetzt den fucking Schlüssel gefunden? Ach ja, jetzt kommt die Leute wieder. Ich muss das Klavier finden. Also ich kann mir vorstellen, ich muss mir den Raum merken, wo das Klavier hier steht. Und dann da das Foto machen. Aber so wie das Spiel halt funktioniert... So wie das Spiel halt funktioniert, muss ich einfach bloß die Räume nochmal abgehen und dann geht das schon fit. Also das, er macht das ja sowieso automatisch. Wo zum Geier soll hier ein Klavier sein? Ich meine, es wäre schon mal ein einfacher Hinweis, wenn ich wüsste, oben unten. Ich habe jetzt unten ehrlich gesagt keins gesehen. Es wäre halt einfach nur schön, wenn man auch mal so speichern könnte. Wenn ich mal auf die Zeit... Ja, Humpelbiene, toll. Würde mir wahrscheinlich kalt machen. Ich komm nicht mal irgendwo vorbei. Alter, mach die Tür zu, Mann.
Spielzeit mir nochmal spielen. Also, ne, das alles nochmal machen. Weil ich weiß auch nicht, wofür der Schlüssel gut ist. Die Humpelbiene ist, glaube ich, irgendwo anders hin. Das ist ganz gut. Ich werde einfach in die Realität zurück, wenn ich es denn mal finde. Und dann hoffen, dass ich den richtigen Raum einfach bloß finde. Wo ist denn das Gedröhne? War das hier nicht irgendwo? Nee, hier war es definitiv nicht, weil hier habe ich die Kamera her. Hä? Ist auch nicht. Warte, ich hab's gleich. Hier ist bloß die Küche. Also wie gesagt, habe ich jetzt keins gesehen. Also jetzt nochmal jeden Raum ablatschen in der Hoffnung. Okay, das war der Abstellraum. Dass ich das finde. Ich kann mir halt eigentlich nur vorstellen, dass es oben ist, nicht unten. Und ich hoffe, dass ich das Haus jetzt mittlerweile mal so gut kenne, dass ich jetzt nicht wie der letzte Vollidiot hier durchstolper. Sondern das einigermaßen vernünftig machen kann. Wie gesagt, von der Idee her ganz nett, aber... Hä? Warte. Und wenn das... Help me kill my husband. There is this chest. He hides a rifle in it. Under the stairs. Here is the key for it. Take the rifle from the present. And give it to me in my past. Ja, alles klar. Habe ich jetzt einen Schlüssel? Und könnte das Spiel vielleicht die wieder... That old rifle that she was talking about. Ja, ja. Wir wissen ja, wo die Truhe ist, aber... Also, wenn ich sie gleich finde. Ich habe eher das Gefühl, ganz ehrlich, da ich hier nicht geplant habe, Halbstundenfolgen zu machen, dass ich das vielleicht in zwei aufteile. Also, wenn das so sein sollte, dann sorry für das Gequatsche von wegen, ja, und ich wollte eigentlich warten, bis speichert und dann ist gut. Aber jetzt wäre... Alter, nimm das Gewehrtyp. Genau. Now that I have that old rifle, I have to give it back to her. Aber ist das jetzt die Krepeltante? Ich schätze mal schon, oder? Ja, aber das ist doch... Ist das die Krepeltante, die wir die ganze Zeit gesehen haben? Weil ich glaube eher, dass die mir was Böses will. Sieht das? Jetzt die Frage. Lass uns bloß mal kurz gucken. Weil ansonsten muss ich halt, werde ich an der Stelle weitermachen, wo ich sie finde. Ich weiß überhaupt nicht, wann es das letzte Mal gespeichert hat. Wo wir... Wir waren im Haus... Ne? Ich will bloß mal gucken, weil das wird sonst zu lange. Ich sag mal so, dann haben wir ja schon zwei Folgen, die immer eine halbe Stunde gehen, was eigentlich gar nicht angedacht war, um ehrlich zu sein. Aber das dauert dann anscheinend doch ein bisschen länger, das Spielchen. Ich will aber jetzt trotzdem immer noch wissen, was mit der Frau ist, ne? Also ihr merkt schon, es wird auf ein ganz klassisches LP hinauslaufen. Und ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen musste. Ob ich jetzt die Kamera holen musste oder ob ich erstmal den Spiegel finden musste.
Warte, ich will bloß... Ah, da sind wir gerade erst rein. Also... Okay, ich muss da nochmal durchreisen. Wie gesagt, machen wir dann morgen, wenn ich dann wieder in der Gegend, nee, in der Vergangenheit bin, um ihr das Gewehr zu geben. In der Hoffnung, dass die Uschi, ja, mich nicht umarmt. Also die war es zumindest nicht gewesen. Mal gucken, wo ich die Dame finde. Weil ich möchte sagen, ich habe es noch nicht gesehen. Alles klar, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit dem Spiel. Und wir sehen uns dann, ja, hoffentlich morgen wieder. Also, bis dann. Ciao, ciao.